Wir machen jetzt weiter mit einem streitbaren Plädoyer für die Aktualität politischer Parteien, verbunden mit dem Blick auf ihre Arbeitsfelder und den dafür erforderlichen Wandel, und haben dafür zwei Gäste. Hier zu meiner Linken ist Peter Siller, der in mehreren Funktionen heute hier ist. Miterfinder und Mitherausgeber der Zeitschrift Polar, die wir hier mit in den Logos geführt haben. Er ist Abteilungsleiter der politischen Bildung im Inland, der Heinrich-Böll-Stiftung, und in dieser Funktion wesentlich beteiligt an unseren Diskussionen im Verbundprojekt Gut vertreten, Update für Demokratie. Und er hat verschiedene berufliche und ehrenamtliche Stationen in Politik und Analyse hinter sich. Und wir haben als Gesprächspartner auch zu Gast Thomas Kalinski. Er ist auch in doppelten Funktionen hier. Er gehört zum Herausgeberkreis der Berliner Republik, die wir ebenfalls im Logo führen. Und er ist SPD-Politiker im Land Brandenburg und zurzeit Beauftragter des Landes Brandenburg beim Bund. Peter Siller gibt uns ein Intro und dann gehen wir ins Gespräch. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin schon fast geneigt, guten Abend zu wünschen. Es ist kalt geworden in Deutschland und Winter in Berlin. Und was ich damit sagen will, ist, ich bedanke mich für eure Energie und eure Aufmerksamkeit über den ganzen Tag. Ich bin jetzt seit 2,5 Stunden hier im Raum und mir schwirrt schon der Kopf. Ich finde es eine ganz großartige Gelegenheit, so konzentriert und so lange an so einer wichtigen Frage zu bleiben, und will vielleicht sagen, dass es mich freut, dass dieses Netzwerk um die Zeitschrift Polar, das sind 60 Redakteurinnen und Redakteure, hier irgendwie mit sich ausstellen darf. Aber ich spreche jetzt ausschließlich als Leiter der Inlandsabteilung und jemand, der mit Anne Ulrich, das ist große Freude, Gelegenheit hat, für die Heinrich-Böll-Stiftung diese Fragen zu stellen, die wir hier gemeinsam diskutieren. Ich will vielleicht doch noch mal damit anfangen, zu sagen, dass ich weder in den Parteien, ich persönlich, noch im politischen Umfeld jenseits der Parteien großartig eine Debatte kenne über die Zukunft der Parteiendemokratie im Sinne eines zukunftsgerichteten, vorschlagsorientierten Nachdenkens. Ich sage nicht, dass es das gar nicht gibt, aber ich kenne es so gut wie nicht. Was ich kenne, sind politikwissenschaftliche Diskussionen, die ich auch alle sehr interessant finde, mit diesen Funktionsanalysen, die auch schon vorgetragen wurden, die im Grunde alle auf eine extreme Problematisierung und Krisenbeschreibung rauslaufen. Das kann man machen, ob man da irgendeine Energie draus gewinnt, wirklich sozusagen diese Frage der Erneuerung unserer Demokratie und unserer Parteien zu beziehen, habe ich Zweifel. Und ich kenne erst recht nicht, wo es mich sehr freuen würde, als zivilgesellschaftlichen Impuls mal die Frage der Erneuerung der Parteien. Da könnte man jetzt sagen, das liegt in der Natur von Initiativen, dass sie darüber sich nicht den Kopf zerbrechen. Das scheint mir aber ein großer Fehler, wenn man irgendwie die Idee einer Wiederaneignung von Parteien verfolgt, so wie ich das gerne vorschlagen würde. Ich glaube, wenn man sich etwa nochmal diese ganzen politikwissenschaftlichen Bücher anschaut, mit denen Studierende aufwachsen in den Einschlägen, ich finde es geradezu erschreckend, wie selbst da eigentlich eine Negativdiagnose ausgestellt wird, die ich gar nicht bestreiten will im Einzelnen, die aber überhaupt nicht dazu ermutigt, nochmal nachzudenken, was ist eigentlich unsere Idee von Demokratie? Ich fange mal ganz allgemein an, was könnte unsere Idee einer Institution, Partei sein, und dann nochmal zu überlegen, was ist jetzt genau die Funktionsschwäche und wie repariert man die? Wenn man diese fünf Funktionskriterien von Herrn Lewandowski mal unter einem
normativen Gesichtspunkt genauer anschaut, ich stimme mit vielem überein, dann würde ich sagen, dass mindestens 3 von diesen 5 Funktionen tatsächlich dysfunktional sind. Aber ich glaube, dass man an so einen Punkt als gesellschaftliche Debatte überhaupt erst kommt, wenn man nochmal grundsätzlich überlegt, was ist eigentlich eine berechtigte Hoffnung in unsere Demokratie, was ist eigentlich eine berechtigte Hoffnung, warum wir der Meinung sind, dass Demokratie die Dinge besser löst als andere Programme. Und da würde ich tatsächlich, mir ist das nicht so gegeben wie Albrecht von Lucke in diesem sich selbst überschlagenen Dichte zu sprechen, aber ich muss mich da jetzt trotzdem etwas beeilen. Die These, die ich natürlich allem voranstellen würde, und das liegt nicht nur daran, dass ich der Frankfurter Theorie biografisch sehr verbunden ist, dass es überhaupt keinen Sinn macht, irgendwelche Funktionen von Parteien aufzustellen, wenn man sich nicht nochmal klar macht, dass in der Demokratie irgendwie die Hoffnung darin liegt, dass im Diskurs und in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, auch im Streit um unterschiedliche Interpretationen und unterschiedliche Auffassungen vom Gemeinwohl, die Kraft der Demokratie liegt. Wenn man das nicht teilt, dann kommt man natürlich auch in der Krisenbeschreibung zu ganz anderen Ergebnissen. Was mir wichtig wäre, bevor ich konkret werde, so habe ich konkreter werde, was mir nochmal absolut wichtig ist zu sagen, wenn man dieser Hoffnung oder dieser berechtigten Hoffnung auf Demokratie, so wie ich sie gerade formuliert habe, das hat natürlich auch eine friedensstiftende Funktion und alle möglichen anderen Funktionen, aber dieser diskursiven Kraft des republikanischen Streits um Auffassung von Demokratie, wenn man dieser Sequenz folgt, dann sieht man im ersten Schritt, glaube ich, tatsächlich sehr deutlicher, welche vehementen Ressentiments und welchen erheblichen ideellen Widerstand es gegen diese Idee von Parteien und diese Idee von Demokratie von jeher gab. Es gibt gerade in Deutschland natürlich eine unheimlich wirkmächtige Ideengeschichte, der das total fremd ist, zu sagen, es gibt einen Streit um unterschiedliche Auffassungen vom Allgemeinen, sondern es gibt das Allgemeine und das steht fest. Und wenn man etwa, ohne dass ich hier jetzt ein Seminar ausarten will, Hegel liest, dann sieht man, da ist von Parteien, Parlamenten natürlich gar kein Gedanke. Das sind ja alles Verräter mit Blick auf das Allgemeine. Ja? Und auf die Wahrheit, ich muss jetzt leider sehr verkürzen und ich bin mir nicht sicher, ob dieses Ressentiment, das eigentlich Schwierigkeiten hat, sich auf den Streit um Interpretation vom Gemeinwohl einzulassen, ob das jetzt wirklich ganz anders ist. Ich hör das sehr stark nach wie vor raus. Das Gleiche gilt für die Auffassung, da muss man vielleicht eher dann mal anders gucken, die sich Demokratie sowieso gar nicht vorstellt, irgendwie als diskursive Auseinandersetzung um Interpretation des Gemeinwohls, weil sie sagt, das ist einfach ein Interessenskampf, punktum. Dann ist man auch schnell beim Antagonismus, da weiß ich aber nicht, was die Hoffnung in die Demokratie sein soll. Also das, was ich damit sagen will, ist, lasst uns um Himmels Willen nicht so tun, als wäre das Sprechen über Parteien sozusagen jetzt einfach nur dem Problemdruck unserer Zeit geschuldet. Das ist es auch. Aber es ist daneben mit Sicherheit eine grundsätzliche Auseinandersetzung über die Normativität und Praxis unserer Demokratie. Und da hat sich an anderen Stellen nicht sehr viel geändert. Und ich glaube, wenn man einen Parteidemokraten 1930 gefragt hätte, wie er eigentlich die Probleme der Parteien in der Rezeption der Gesellschaft beschreibt, oder gar jemand im Vormärz 1830er Jahre, dann kann man, glaube ich, sehr schnell begreifen, dass es auch andere historische Phasen gibt, in der man massiv mit Ressentiments zu kämpfen hatte. Aber jetzt mal etwas positiver in die Zukunft gedacht. Was könnte das heißen, Wiederaneignung des Parteigedankens in diesem Sinn? Und eine Zwischenthese, die ich unbedingt loswerden muss, ist, ich glaube, dass man, und ich nehme jetzt nochmal diese Sequenz auseinander, Auseinandersetzung, Streit um Interpretation des Gemeinwohls in gesetzgeberischer Rolle. Das wurde jetzt schon oft gesagt und das ist für Parteien ganz wichtig.
dass man sich, glaube ich, klar machen muss, dass alle drei Funktionen, also wie kommen wir überhaupt Rancière zu einem Raum politischer Möglichkeiten, da bin ich ganz bei Albrecht von Lucke, der, wo überhaupt erstmal ein Raum des Politischen eröffnet wird, der aus dem Raum der Notwendigkeit austritt und den Raum der Möglichkeiten eröffnet. So. Zweitens, wie kommen wir zu einem öffentlichen Diskurs, der nicht von diesen Paralleldiskursen einzelner Meinung getragen ist, sondern zu einem öffentlichen Raum, zu öffentlichen Plattformen, wo dieser Streit überhaupt erst ausgetragen wird. Und drittens, wie kommen wir dann auf der Grundlage gesellschaftlichen und auch institutionellen Diskurses zu politischen Entscheidungen, ich würde ganz profan sagen, zu Gesetzgebung. Dann merkt man, glaube ich, sehr, sehr schnell, dass in allen drei Funktionen der Gedanke der Repräsentation, ich war gestern Abend leider nicht da, eine ungeheure Rolle spielt. Ich glaube auch, ich bin kein Gegner von Volksbürgerentscheiden per se, dass das in Einzelfällen dazu führen kann, dass sich eine Gesellschaft politische Fragen ganz anders aneignet, da bin ich auch dafür. Aber wenn man sich sozusagen das Spektrum an Kernentscheidungsbedarf von Demokratie anguckt, sehe ich eigentlich keine Alternative, als erstens zu fragen, was sind die Institutionen, die gesellschaftliche Repräsentation herstellen, um überhaupt diesen Möglichkeitsraum zu eröffnen. Und da glaube ich auch, da kommt es nicht so sehr auf Quantität an, deswegen hat mir das mit der Exklusivität ganz gut gefallen. Und jetzt werde ich ganz konkret, da kommt es eher darauf an, ob Parteien den Mut haben, diese Form von unterschiedlicher Ideologiebildung und divergenteren Grundkonzepten erstmal zu befördern und zuzulassen. Das kann sich jeder, der Parteierfahrung hat, mal überlegen, ob sozusagen Parteiführung oder es geht gar nicht nur um Führung, ob Parteipraxis sozusagen diese Grundmatrix mithilft zu eröffnen oder nicht. Der zweite Punkt, da habe ich in dem Papier, das draußen auslegt, relativ viel konkrete Punkte geschrieben, ist, wie es eigentlich gelingen kann, überhaupt so einen diskursiven Raum zu gestalten, wo wirklich, ich habe das Albrecht vorhin auch beim Kaffee noch mal kurz gesagt, wo wirklich mal diese unterschiedlichen Möglichkeiten diskursiv aufeinandertreffen oder aufeinander knallen. Die Praxis ist doch die, dass sozusagen der Oldschool-Teil der Parteien letztlich versucht, überhaupt diesen Streit möglichst auszusparen. Eine Programmdebatte bei der CDU dauert 2 Stunden max. Oder aber man handhabt es so, was mir natürlich grundsätzlich sympathisch, aber auch problematisch mit einem sehr basisdemokratischen Impetus, dann hast du 500 Leute, die sich an 3 Tagen einwerfen, jeder redet 3 Minuten und am Ende ist man verwirrter als zuvor. Was ich sagen will, wirklich diesen politischen Streit und in dem Sinn auch eine Repolitisierung herbeizuführen, heißt, dass man sich sehr praktisch und sehr konkret um diese Diskursräume als Partei bemüht. Und da würde es mir schon reichen, wenn Sie es erstmal in den Parteien tun, anstatt sozusagen schon den gesamtgesellschaftlichen Diskursraum neu zu gestalten. Da sind natürlich die Möglichkeiten sehr beschränkt. Das ist nicht nur eine kulturelle Frage. Natürlich könnte man sagen, gut, ob es jetzt zum Beispiel eine Internetplattform gibt, wo jetzt nicht die Flügel in ihren Paralleldiskursen sich gegenseitig bestätigen, sondern wirklich eine Plattform, wo in den Parteien mal diese Positionen aufeinandertreffen. Das wäre schon ein großer Gewinn. Aber am Ende, glaube ich, kann man das nicht als kulturelle Frage beschreiben, sondern das ist sozusagen eine strukturelle Frage, eine diskursstrukturelle Frage. Und da gibt es ganz viele Fragen im Vorfeld. Also wie zieht man das eigentlich auf? Wer repräsentiert da wen? Wer stellt welche Grundposition da und so weiter und so fort? Da würde ich auch sagen, dass diese Beteiligungserfahrung in anderen Bereichen durchaus für Parteien, also da muss ja jetzt keine Planungszelle sein, aber das ist natürlich für Parteien sehr interessant, welche Möglichkeiten der repräsentativen Transformation gibt es eigentlich. Und jetzt ein letzter Punkt, weil der mich auch sehr umtreibt und dann reicht es vielleicht für den Anfang. Ich glaube, dass tatsächlich ein Riesenproblem
darin besteht, dass politische Führung, was immer das heißen soll, sehr, sehr stark sozusagen als Moderation von politischen Prozessen rezipiert wird und weniger eben als eine Beteiligung, und das heißt als Führung eine mutige Beteiligung, sozusagen diese Möglichkeiten der Politik und diese eigenen oder diese gebündelten Überzeugungen auch in den politischen Raum zu stellen. Wir haben auch bei den Grünen, auch nach meiner Beobachtung, tatsächlich ein sinkendes Level an Diskursivität und ein wachsendes Level an Preaching to the Converted und so weiter. Und ganz ehrlich, das ist vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem, weil man merkt auch, wenn man so spricht, welche Hebel man ziehen muss, um viel Applaus zu kriegen, und Sachen, die man besser nicht sagt, weil man wenig kriegt. Und weil gerade der Name Winfried Kretschmann fiel, man kann ja von Winfried Kretschmann halten, was man will, das ist auch gar nicht mein Punkt. Aber dem, ähnlich wie Joschka Fischer, vorzuwerfen, er hätte sozusagen keine ideologiebildende Position, an der man sich reiben kann, halte ich für absurd. Ja. Winfried Kretschmann ist wirklich ein unglaublich unerschrockener grüner Konservativer, das bin ich nicht. Aber ich schätze es zu sehen, wenn jemand so eine Kante zieht. Ja. Und es ist ja eher im Gegenteil so, auch bei Parteitagen, dass in dem Moment, in dem du kontrovers wirst und sagst, ich stehe hier und kann nicht anders, dass die dich dann von der Bühne holen. Ja, so. Und ich glaube, eine strukturelle Antwort auf dieses Problem der Mittezentrierung und der Entideologisierung in dem Sinn oder Entpolitisierung ist tatsächlich eine sehr enge Verquickung von Politiker sein oder repräsentativer Politiker sein und Erwerbsstatus, ja, weil es tatsächlich eine sehr große Angst gibt, sozusagen dieses Erwerbsmodell des Politikers, wenn man es denn mal geschafft hat, wieder zu verlieren. Das wäre eine eigene Tagung, aber darüber muss man sprechen, denn diese Ängste muss man ernst nehmen. Wenn du so viel investierst, um diese Rolle wahrzunehmen und dann alle 3 Jahre wahnsinnig Schiss hast, da runterzufallen, ich glaube, das ist eine sehr ernstzunehmende Angst, auf die man aber eine strukturelle Lösung braucht. Und eine strukturelle Lösung könnte vielleicht doch die sein, dass man diese Idee des Berufspolitikers irgendwie im Gegensatz zu allen anderen Erwerbsmodellen wieder etwas relativiert. Also dass man sagt, das ist nun mal sozusagen eine Aufgabe, die so stark auf einer Verflüssigung von Repräsentation basiert, dass wir dich eher absichern, sozusagen aus diesem System auch wieder rauszukommen. Ob das jetzt am Ende Rotation ist oder eine Kultur, die Abstimmungsniederlagen nicht abstraft, sondern eher der Vertrauen weckt, nicht rauszufallen, muss man diskutieren, aber ich glaube jedenfalls, dass das, wenn wir jetzt etwas konkreter sprechen, ein absoluter Schlüssel ist, um einen Aspekt unseres Problems zu lösen. Vielen Dank. So, vielen Dank. Das waren jetzt nochmal eine ganze Reihe von Themen, die wir jetzt bestimmt nicht alle ansprechen können werden. Fangen wir doch mal an mit den funktionalen Beschreibungen der politischen Parteien, die ja, für die du jetzt ja ein Plädoyer gegeben hast, die durchaus positiv zu begreifen. Und das schließt auch ganz gut an die vorgängige Diskussionsrunde an. Thomas Kalinski, die Funktionsbeschreibung ist im Kern die, Parteien erarbeiten unterschiedliche Positionen zu der Frage, was ist eigentlich Gemeinwohl, und das unterscheidet sie zum Beispiel von Single-Issue-Organisationen, NGOs und so weiter, und konstituieren dadurch einen demokratischen Streitraum, von dem aus die Transmission gewissermaßen in den gesetzgeberischen Raum geschaffen wird. Ist das so? Schaffen politische Parteien heute unterschiedliche Positionen für die Definition von Gemeinwohl? Oder geht doch alles in der Mitte verloren? Das war ja ein Stichwort, was wir vorhin hatten. Interessante Frage.
Also ich würde gern einen Satz sagen zur Anfangsbemerkung von Peter Siller zu der Frage, gibt es wirklich Debatten in Parteien über die Kritik an Parteien? Ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht ganz stimmt. Also ist ja gerade gesagt worden, meine politische Heimat ist die Brandenburger SPD. Die Brandenburger SPD ist 25 Jahre alt. Sie ist gegründet worden im Herbst 1989, also sogar jünger als die Grünen. Und sie ist eine ganz andere Sozialdemokratie, auch eine ganz andere Partei als, ich sag mal, die meisten Westparteien. Wir haben mal in der Hochphase 7.000 Mitglieder gehabt, wir sind jetzt bei etwas über 6.000 Mitgliedern in einem Land, was 2,5 Millionen Einwohner hat. Für eine Volkspartei ist das extrem wenig. Dass die ganze ostdeutsche Sozialdemokratie, also alle 5 neuen Länder, haben weniger Mitglieder als die saarländische Sozialdemokratie, nur mal sozusagen um das Verhältnis ein bisschen klar zu machen. Und was wir die ganzen letzten Jahre intensiv gemacht haben, ist uns darüber Gedanken zu machen, wie können wir genau diese Aufgaben, die Sie gerade genannt haben, wie können wir diese Aufgaben in der Tat bewerkstelligen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir Probleme aufnehmen, und zwar aus der Breite der ganzen Gesellschaft? Die Gesellschaft, die Brandenburger Gesellschaft, ist nicht repräsentiert in der Brandenburger SPD. Das geht gar nicht, also wenn man nur 6.000, 7.000 Mitglieder hat. Wie können wir die Gesellschaft repräsentieren, und wie haben wir genügend Fühler in diese Gesellschaft, um bestimmte Probleme aufzunehmen? Und nun haben wir da auch nicht den Stein der Weisen gefunden, aber das hat wahrscheinlich sowieso niemand. Das Gute an der Debatte über die Parteien ist ja, oder der Kritik an den Parteien ist ja, diese Debatte ist ja so alt wie die Parteien. Also Debatten über irgendwie das nicht oder schlecht Funktionieren von Parteien gibt es, seitdem es Parteien gibt. Das ist insofern gut, weil es Parteien eben auch zwingt, sich über sich selbst Gedanken zu machen, und da wäre ich nicht so pessimistisch, ich glaube schon, dass das auch Effekte hat. Also was wir intensiv versuchen, ist zu kommunizieren, und zwar in zwei Richtungen. Zum einen stärker zu kommunizieren in das Land hinein, auch direkt zu kommunizieren, und wir versuchen aber eben auch Fühler auszustrecken, und da man nicht mit 2,5 Millionen Leuten ständig Kontakt haben kann, versuchen wir das natürlich über alle möglichen Institutionen, Vereine und was es noch alles gibt im Land, indem wir mit denen möglichst intensiv reden, weil die Hoffnung ist natürlich, dass die einen Großteil dieser Gesellschaft auch repräsentieren. Das heißt auch nicht, dass man mit jedem Einzelnen reden kann, aber schon, also sozusagen die Kommunikationskanäle offen zu lassen, ist ein Stück weit vielleicht am Ende auch unser Erfolgsrezept, dass wir versuchen, so diskursiv wie irgend möglich zu sein, auch um Fachwissen abzugreifen, auch um bestimmte Probleme überhaupt erstmal zu verstehen, weil man das mit 6.000, 7.000 Mitgliedern gar nicht abbilden könnte. Wir haben ja, vorhin ist ja auch debattiert worden über andere Funktionen von Parteien, Personalrekrutierung. Was bedeutet das bei einer 6.000 Mitglieder, 6.000, 7.000 Mitglieder Volkspartei, ja, die auf allen Ebenen in irgendeiner bestimmten Form auch mit Regierungsverantwortung übernimmt? Das ist eine erhebliche Anstrengung, die man da unternehmen muss, um die Leute sozusagen herauszubilden, herauszufinden erstmal, denen man also politisch herausgehobene Ämter übergeben kann. Die muss man auch ausbilden. Ja, darüber muss man auch in der Tat reden, ja, haben die das notwendige Rüstzeug, und sie sozusagen, um sie am Ende auch in die Wahlauseinandersetzung zu treiben, was ist ja auch kein Kinderspielplatz, ja, und da auch so offen zu sein, dass man auch auf Leute zurückgreift, die außerhalb der Parteien sind, aber uns, sagen wir mal, zumindest also inhaltlich verbunden sind, dass man auf die zurückgreift. Wir haben in manchen Kommunen in Brandenburg, sind wir mit Wahllisten der SPD angetreten, da war kein einziges SPD-Mitglied drauf, und es funktioniert. Ja, genauso wie es natürlich umgekehrt auch Kommunen gibt, da ist die Gemeindefraktion der SPD gleichzeitig de facto auch der Ortsverein. Ja. Da verschwimmt sozusagen die Aufgabe einer klassischen Partei mit der eines Kommunalpolitikers. Das ist ja schon auch nochmal was anderes. Das ist ein spannendes Thema, was natürlich mit der Frage nach Kollaboration zu tun hat, sagen wir mal. Also das ist ja was für die etablierten starken Parteien im Westen sich wahrscheinlich nochmal anders darstellt als für euch in mitgliederschwachen Ost,
Verbänden, das mag schon sein, wobei es da wahrscheinlich im Westen auch Regionen gibt, wo es sich so ähnlich anfühlt. Aus NRW zum Beispiel habe ich mir sagen lassen, dass es schwierig sei, genug Leute für die wachsende Zahl grüner Kommunalmandate überhaupt zu gewinnen und zu qualifizieren und so fort. Tatsächlich ist die Frage ja schon, also wie wissen politische Parteien dann eigentlich, was die Interessen sind, die sie zu repräsentieren haben? Also wenn der Weg nicht der ist, alle werden jetzt Mitglied in Parteien und bringen dort ihre Anliegen und Interessen ein. Also Peter, die Frage ist nochmal die danach, wie weit Parteien, wenn sie über ihre eigene Funktion in der Weise nachdenken, wie du jetzt hier auch vorgelegt hast, wie weit sie sich klar machen müssen, dass sie Kollaborationspartner und Partnerinnen brauchen, weil sie auf gar keinen Fall allein die sind, die Bescheid wissen darüber, was Gemeinwohl ist, und wenn sie dieser Funktion nachkommen, unterscheidbare Positionen von Gemeinwohl zu, also alternativ wählbare Positionen von Gemeinwohl zu entwickeln, dann müssen sie lernen zu kollaborieren. Ich wiederhole mich, der Begriff gefällt mir gut, ihr merkt es. Also das alles hat ja eher so eine ideelle Seite und eine praktische. Das Dumme ist nur, dass sich das nicht so ohne weiteres trennen lässt, wie das so Parteitechnokraten gerne hätten. Also erstmal, und ich bin auch froh, dass hier jetzt etwas brandenburgische Ruhe in die Debatte kommt. Mein Punkt war nicht, dass Parteien, oder ich wollte nicht sagen, dass Parteien sich da keine Gedanken machen. Ich wollte eher darauf hinweisen, dass ich keine Debatte darum erkennen kann. Also Debatte in dem Sinn, dass das jetzt weniger erstmal eine Frage von Werkzeug ist, und das ist es natürlich auch, sondern dass das erstmal eine veritable gesellschaftliche Auseinandersetzung ist um die Rolle, die diese Institution der Partei in unserer Demokratie spielt. Ich habe gerade noch mal gemerkt, als du gefragt hast, dieser Begriff des Gemeinwohls geht mir nicht so flüssig über die Lippen, wie es vielleicht scheint. Als Linker würde ich sagen, Gerechtigkeit, das ist das Allgemeine. Das ist aber eine philosophisch sehr starke Annahme. Deswegen changiere ich da so ein bisschen das Allgemeine, das Allgemeinwohl. Und die Pointe ist immer ein Streit um die Interpretation von Gemeinwohl, über die Auffassung des Allgemeinen. Und da, und jetzt zu den Kollaborateuren, was folgt da draus? Also zunächst mal ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass aus der Perspektive jede Auffassung des Allgemeinen informiert sein muss, und zwar agil und durchlässig informiert sein muss über gesellschaftliche Interessen. Der Satz fiel jetzt schon oft, ich sage ihn aber gern nochmal, Lobbyismus ist natürlich überhaupt nicht das Problem, sondern notwendige Bedingung von Repräsentation, soweit dieser Lobbyismus jetzt nicht ökonomisch vermachtet ist, sondern sozusagen gleiche Zugänge für Lobbyismus, welche Art auch immer, eröffnet. Aber, naja, ich weiß nicht, ich habe auch ehrlich gesagt mit Blick auf meine politische Erfahrung nochmal gerätselt, was mir eigentlich einfällt, wo ich so das Gefühl hatte, dass jetzt zum Beispiel so grüne Repräsentanten, dass man denen den Vorwurf machen kann, die nehmen sich jetzt nicht die Zeit zuzuhören bei diesen Interessen. Das gibt es sicher. Ich glaube auch jetzt mal, dass das in Hamburg irgendwie so war. Ich sehe die ehrlich gesagt die ganze Zeit am Zuhören. So, vielleicht ist das in anderen Parteien auch noch mal ein bisschen anders. Ich sehe sogar eher umgedreht bei zivilgesellschaftlichen Akteuren eine Berührungsangst, jetzt mal eine oder zwei Parteien so salopp mit in die Allianz zu nehmen. Weil wenn man jetzt etwa, wenn die Linkspartei den Demonstrationsaufruf unterschreibt, dann verliert man ja vielleicht plötzlich wieder in der Mitte Verbündete. Das ist also umgedreht auch kompliziert. Aber was ich eigentlich sagen will ist, ich glaube nicht, dass Kollaboration oder irgendein Bild des Unterhakens in der gleichen Funktion das Richtige ist. Weil die Frage,
wie man Auffassung, weltanschauliche Auffassung des Allgemeinen oder Allgemeinwohlvorschläge, das ist eine andere Fragestellung als die Leidenschaft für ein bestimmtes Anliegen oder für ein bestimmtes Interesse oder einen bestimmten Topic. Und das widerspricht sich nicht, aber das ist im Grunde sozusagen eine Anordnung von unterschiedlichen Ansätzen. Ich habe überhaupt kein Problem, als Pro-Asyl-Lobbyist aus vollem Herzen bestimmte Anliegen vorzutragen und weiß jederzeit, dass ich sozusagen in der Interessensaggregation einer Partei eine andere Aufgabe habe. Und ich glaube, wenn man das kurz schließt und so tut, als wäre das eigentlich einfach ein Logo mehr unter dem Demonstrationsaufruf, dann versteht man gar nicht die Rolle der Parteien in diesem Gesamtbild. Also die Frage war ja danach, gelingt es, wenn ich es richtig verstanden habe, gelingt es sozusagen unterschiedliche Interessen in Parteien zusammenzuführen? Also ich habe schon den Eindruck, dass das in einem ganz erheblichen Maße ganz gut gelingt. Also ich habe ja vorhin gesagt, meine politische Heimat ist die Brandenburger SPD. Die Landtagsfraktion besteht aus 30 Abgeordneten. 29 davon sind direkt gewählt im Wahlkreis. Also in Fraktionssitzungen wird ziemlich schnell deutlich, dass die ziemlich genau gucken und hören, alle 30 auch, was in ihren Wahlkreisen so los ist. Weil da redet man dann mal ganz schnell darüber, wie es in Cottbus, welches Problem in Cottbus-Sachsendorf irgendwie gerade brennt und welcher Radweg hier das Problem ist und welches Problem gerade die Obstbauern im Havelland haben. Das sind ja jetzt nur so ein paar Beispiele. Ja. Also ich glaube, an der Stelle ist das, was eine der Aufgaben von Parteien beziehungsweise dann auch von Parlamentariern ist, nämlich Interessen zusammenzuführen, dass das schon zu einem großen Teil gelingt, hat was mit Eigennutz zu tun, ganz logisch, deswegen habe ich es am Anfang auch gesagt, die Leute wollen ihren Wahlkreis gewinnen. Und wenn man da nicht hinhört und guckt, wo Interessen sind, wo man Interessen auch bündelt, wo man vielleicht auch mal Unterschiede auch klar macht, wo man auch mal sagen muss, Leute, so geht es nicht, ja, wo man auch mal gegenhalten muss an bestimmten Fragen. Wenn man das nicht macht, wenn man da nicht genau hinguckt, dann hat das einen ganz einfachen Effekt, man wird nämlich nicht wiedergewählt. Insofern finde ich schon, dass Parteien, dass auch Parlamente viel reflexiver sind, als das gemeinhin angenommen wird. Also ich sage mal so, Politiker sind ja dann häufig auch ein bisschen Pressespiegel geschädigt. Ja? Man guckt in den Pressespiegel, in den ersten 5 Seiten wird ein Thema verhandelt und man denkt, oh Gott, was ist denn da los? Ja? Und wenn das 5 Tage hintereinander mit demselben Thema passiert, dann kommt man schon mal ganz schnell ins Nachdenken und guckt dann mal genauer nach. Ja? Also, dass das nicht funktionieren würde, die Sorge habe ich eigentlich nicht. Ich würde sagen, ihr überlegt schon mal, wer als nächstes das Wort ergreift, und Peter hat noch einmal Luft geholt zu dem Thema. Also ich kann leider zu Brandenburg nicht so wahnsinnig viel beitragen. Ich bin mit Tobias gut befreundet, der sich da auch auskennt. Aber ich würde vielleicht in meiner Rolle gerne doch nochmal da die gleiche Frage richten an den bundespolitischen Raum. Und jetzt wirklich sozusagen mal in zukunftsoptimistischer Erneuerungsabsicht und nicht um zu jammern und so zerknirscht irgendwie hier Parteienprobleme hin und her zu wälzen, finde ich schon, dass tatsächlich aus verschiedenen Gründen, die alle im Laufe der Tagung genannt wurden, sozusagen das Gefühl repräsentativer Politik als ein Raum unterschiedlicher politischer Möglichkeiten mit Alternativen nicht verloren gegangen ist, aber stark in der Defensive ist. Diese Gründe kennen wir alle, die kann man unterschiedlich gewichten, aber wir müssen aus dieser Situation ausbrechen. Ob das heute passiert oder nächstes Jahr oder in 5 Jahren, ich weiß es nicht. Wir müssen, und ich sage, wir werden aus dieser Situation ausbrechen. Das Problem, ich glaube schon,
dass eigentlich Schröder, das muss ich mal sagen, und da würde ich Fischer auch einbeziehen, dafür ein ganz schlechtes Beispiel ist. An denen kann man andere Sachen nicht mögen, ist in Ordnung, aber denen vorzuwerfen, sie hätten sozusagen diesen Raum politischer Handlungsoptionen künstlich verengt, diesen Vorwurf würde ich denen nicht machen, ganz im Gegenteil. Die spannende Frage, was ist eigentlich in dieser Generation danach passiert? Denn Leute wie Schröder oder Schröder oder Fischer hatten ja diese Kampferprobung übrigens in einer sehr linken Sozialisation, wie wir wissen. Und ich glaube, dass sich das extrem lohnt, nochmal über dieses Selbstverständnis, dieses technokratische Selbstverständnis des Führungspolitikers oder überhaupt politischer Führung als abmoderieren, zusammenbinden, sozusagen Streit gar nicht erst aufkommen lassen zu tun hat, was letztlich auch tatsächlich unnötig unsere Demokratie irgendwie bedrängt. Das Problem bei Angela Merkel, das wollte ich unbedingt nochmal sagen, ist doch aus meiner Sicht, dass sie eine in der Sache total unterstützenswerte Grundhaltung in puncto Flucht und Asyl. Und ich hatte Ärger mit Freunden und politischen Streitgenossen, wenn ich Merkel in der Sache da verteidigt, nicht jetzt in jedem Detail, aber in der Grundhaltung. Aber das Problem, das eigentliche Problem ist doch, dass sie auch da wieder dachte, dass sie eine zentrale gesellschaftliche Frage, und wie gesagt, ich finde ihre Antwort im Kern richtig, gedacht hat, dass sie wieder in dieser, sagen wir mal, stark Sachzwang unterfütterten Moderationstechnologie gesellschaftlich implementiert. Und das geht eben in dem Moment, in dem Druck in der Kiste ist, nicht ohne Streit und ohne diskursive Aneignung. So, das heißt, Merkel hat sich gar nicht geändert, aber wir sehen jetzt, dass diese Idee der technokratischen Exekutierung von Entscheidungen am gesellschaftlichen Diskurs vorbei eben nicht so die Chance auf demokratische Aneignung hat. Und das ist schon ein großes Problem. Ich möchte jetzt, ich sehe ganz schlecht gegen diese Theaterscheinwerfer da, ob sich bei euch, ob ihr am Diskutieren seid, es blendet hier ganz einfach. Deshalb wäre jetzt nochmal meine Bitte, mischt euch ein, jetzt ist die Gelegenheit, sonst stelle ich noch mal eine ganz andere Frage, die uns noch mal kurz in eine andere Richtung führt. Hinten am Fenster, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich fand, dass Herr Kralinski etwas ganz Interessantes gesagt hat, und zwar die 30 Direktmandate im Landtag, die zusammenkommen und die Interessen der außerparlamentarischen, bitte? Dichter, danke. Okay. Wie er beschrieben hat, dass die außerparlamentarischen Interessen durch die Direktmandate ganz einfach in den Landtag gebracht werden und dass auch das Bedürfnis besteht, diese zu erfüllen, allein dadurch, um wieder gewählt zu werden. Und da frag ich mich, was ist dann mit den Listenplätzen und den Kandidaten, die in den Parlamenten sitzen und nicht quasi einem Wahlkreis verpflichtet sind, und ob da eben die Problematik mit profitorientierten Lobbyinteressen, dass es da viel schwieriger ist. Gibt es eine Rückmeldung? Passt die Frage dazu, sonst würden wir die vielleicht direkt beantworten. Bitte? Okay, gut. Ich würde tatsächlich anknüpfen wollen und auch nochmal diese Frage in den Raum werfen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Kralinski, dann war das Argument gerade zu sagen, dass gerade durch diese Direktmandate, durch diese hohe Zahl an
direkter Auseinandersetzung mit einem Wahlkreis eben besonders viele Interessen einfach repräsentiert sind in der politischen Willensbildung, wo ich mich jetzt frage, was ist denn mit den Interessen, die sich vielleicht gar nicht so gut artikuliert haben im jeweiligen Wahlkreis? Also das setzt ja schon voraus, dass jede Art von gesellschaftlichem Interesse auf eine gewisse Art und Weise gleichberechtigt sich im Wahlkreis mit dem Direktkandidaten oder Direktkandidatin auseinandersetzen kann, wo ich ja sagen würde, dass wir diskursiv ja schon gewisse Vermachtungsstrukturen haben, und dann stellt sich mir die Frage, was ist denn dann mit den anderen Interessen, die dann nicht artikuliert werden können? Das knüpft für mich ein bisschen an das, an was Herr Siller, wie ich ihn verstanden habe, ausgeführt hat, dieser Wunsch nach einem diskursiven Kulturwandel. Deswegen wäre die zweite Frage an Herrn Siller, wie viel Spielraum Sie da eigentlich sehen, wenn Sie sagen, dass die Parteien vielleicht zuerst eigentlich einen Diskurswechsel und einen Ordnungswechsel machen müssen. Also wer ist da der Impulsgeber oder die Impulsgeberin? Ist es tatsächlich die Partei, wo wir wieder bei dem sind, wo wir in der etwas emotionaleren Debatte vorhin die Frage der Vermachtung oder des Machterhalts hatten? Oder ist es die Gesellschaft, die dann zivilgesellschaftlich eigentlich erstmal dafür den Raum bereiten muss? Dankeschön. Also das war eine sehr interessante Frage, weil sie ein bisschen dazu führt, zu der Frage, wer wird wie repräsentiert und wer kann sich wie äußern. Weil das ist eigentlich auch genau das, was mir am meisten Sorgen bereitet. Also es ist jetzt nicht so, dass nur Leute, die ihren Wahlkreis direkt gewinnen, in der Lage sind, die Interessen ihres Wahlkreises uneingeschränkt wahrzunehmen. Es gibt natürlich auch ganz viele, die ihren Wahlkreis ganz knapp verloren haben und ihn beim nächsten Mal gewinnen wollen. Die haben sozusagen das gleiche Interesse. Natürlich gibt es auch, sagen wir mal, politische Konstellationen, wo eine Partei relativ geringe Chancen hat, überhaupt die Wahlkreise zu bekommen. Meine Beobachtung ist dabei, dass die in der Tat ein bisschen anders umgehen mit ihren Wahlkreisen, weil irgendeinen Wahlkreis hat ja jeder, wir gewinnen nur nicht immer. Und dass in so einer Situation man schon auch ein bisschen stärker sozusagen auf das Innenleben einer Partei achtet, weil man irgendwie einen vernünftigen Listenplatz haben will, ich sage es mal ein bisschen platt. Ja, so. Aber nichtsdestotrotz ist man natürlich daran interessiert, also zum einen in seinem Wahlkreis vielleicht gewählt zu werden und zum anderen natürlich, dass die Partei am Ende so viele Stimmen bekommt, dass sie, also muss man mal Stimmenmaximierung betreiben. Und das bedeutet natürlich, dass man die Kanäle sucht, die man braucht, um irgendwie zum einen Leute genügend zu vertreten und zum anderen eben aber auch Probleme aufzunehmen. Und das, was ich in der Tat als ein großes Problem sehe, ist, dass es angesichts der Ausdifferenzierung unserer Gesellschaft, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer stärker sehen, in immer kleinere Untergruppen, ja, in immer mehr Mikrogesellschaften, wenn man so will, die auch zum Teil immer weniger miteinander kommunizieren, dass man in der Tat da auch sozusagen alles erwischt und nicht selber was ausschließt. Weil wenn ich mir zum Beispiel Wahlbeteiligungen angucke, das korreliert schon sehr, sehr stark mit dem sozialen Status von bestimmten Wahlbezirken. Weil man kann relativ gut sehen, dass die Wahlbezirke, wo es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, ja, wo man tendenziell auch davon ausgehen kann, dass ich sag mal, Bildungsniveau ein bisschen niedriger ist, ja, meistens korreliert das ja miteinander, dass da Wahlbeteiligungen auch besonders schwach sind. Ja. Und das ist auch das Problem, was ich zum Beispiel mit direkter Demokratie habe. Und das ist das, was mich da am meisten sorgt, ist die soziale Selektivität, weil sich meistens diejenigen engagieren, die am meisten Ressourcen haben. Ressourcen in Form von Zeit, Ressourcen in Form von sich artikulieren zu können, Ressourcen in Form von Geld und allem, was dazu gehört, um Kampagnen auf den Weg zu bringen, um sozusagen seine Interessen Ausdruck zu verleihen. Und da unter dem Aspekt allerdings der sozialen Inklusivität, ja, oder der sozialen Integration ist nach meiner Erfahrung jedenfalls ein Parteiensystem, ein parlamentarisches System immer noch das, was am besten funktioniert, um eben auch solche Gruppen Gehör zu verschaffen, die es ansonsten ein bisschen schwieriger haben. Darf ich ein kurzes Beispiel nennen? Also es gibt ja bekanntlich in Berlin einen Flughafen, der noch nicht ganz fertig ist.
Wir hatten vor ein paar Jahren eine Debatte über die Flugrouten. Das war kurz bevor der fertiggestellt werden sollte und anfangen sollte. Ursprünglich gab es mal ein Modell von Flugrouten. Das sah ein bisschen anders aus. Dann gab es also einen Vorschlag, wie diese Flugzeuge fliegen sollen. Und die haben da versucht, einen Interessenausgleich wahrzunehmen, indem sie die Flugrouten so gestalten, dass möglichst viele Leute gleichmäßig betroffen sind und nicht nur ein paar besonders hart. Daraufhin gab es einen Riesenaufschrei in den entsprechenden Zeitungen. Und das Problem, was sich dabei herausstellte, ist, dass die am lautesten geschrien haben, wer sich in Berlin ein bisschen auskennt, weiß gleich, was ich meine, die in Berlin-Zehlendorf und in Dahlem wohnen und in Wannsee wohnen und in Kleinmachnow wohnen. Das sind die besser verdienenden Viertel, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Da wohnen auch die ganzen Chefredakteure und Verwaltungsrichter. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt. Ja, so. Das Ende der Debatte war so, es gibt eine Fluglärmkommission, wo diese ganzen Routen mitberaten werden. Und da waren die natürlich, die besonders hart betroffen waren, nämlich unmittelbar hinterm Flughafen leben, auch repräsentiert. Was hat man dann am Ende gemacht? Weil man will natürlich gucken, dass man einen Ausgleich hinkriegt, aber in der Summe führte das dazu, dass die, die eigentlich verhältnismäßig wenig betroffen werden, in die Kommission mit aufgenommen wurden, am Ende die Mehrheit hatten. Und am Ende war es so, es wurde dann beschlossen, dass wir wieder zurückkehren nach Möglichkeit zu den alten Routen. Das heißt, die, die besonders hart betroffen werden, sollen auch weiterhin besonders hart betroffen werden. Kein Ausgleich. Ja? Da hat man nichts gekonnt am Ende. Und solche Situationen, und das konnte man erreichen, weil man besonders ressourcenstark war, weil man Zugänge zu Medien hatte, weil man Kampagnen machen konnte, Unterschriftenaktionen sammeln konnte. Und solche Formen von also sozialer, wie soll ich sagen, oder Durchsetzung am Ende von sozialen Interessen oder besonders harten sozialen Interessen, das ist sozusagen das, was mir besonders viel Bauchschmerzen bereitet, wo man andere Ausgleichsmechanismen hinbekommen muss, wo ich manchmal eben auch glaube, dass direkte Demokratie nicht immer nur hilft und dass Parteien und Parlamente eher in der Lage sind, da Balancen hinzubekommen. Jetzt muss ich natürlich im Fall von Brandenburg ergänzend hinzufügen, dass die sehr starke Lobbyorganisation Mehr Demokratie e.V. In den letzten Jahren hart daran gearbeitet hat, dass das Land Brandenburg die Bedingungen für eine Bürgerbeteiligung in der Fläche ein bisschen verbessert. Danke für das Stichwort. Da muss ich wirklich in Quorendiskussion und in der Frage, wie man eigentlich Unterschriften sammelt, denn in Brandenburg muss man das zu Amtsöffnungszeiten, mit dem Bus muss man dann fahren und so weiter, im Bürgeramt die Stimme abgeben. Also Bürgerbegehren in Brandenburg, das ist wirklich was, was den ressourcenstarken Leuten sehr viel leichter fällt als den Leuten in der Fläche. Und es ist nicht so, dass das der Lobbyorganisation Dank, der Demokratie da muss ich jetzt zwei Sätze, unbedingt gefallen. Da muss ich jetzt zwei Sätze zu sagen, weil das, finde ich, ist ganz so einfach eben nicht. Also ich habe mir das nämlich mal ganz genau angeguckt. Es gibt ja bekanntlich ein mehrstufiges also Verfahren. Das erste ist also eine Volksinitiative. Da haben wir die geringste Hürde aller Bundesländer, bis also dass man, was man an Unterschriften sammeln muss auf der Straße, damit ein Anliegen in den Landtag kommt. So, wenn man sich dann mal anguckt, was mit diesen Volksinitiativen passiert ist, dann muss man mal schlicht und ergreifend feststellen, dass 50% dessen, was da in den Landtag kommt, in der ersten Stufe bereits umgesetzt wird oder teilweise umgesetzt wird. Weil ich finde, es ist ein bisschen zu billig zu behaupten, also die direkte Demokratie ist nur perfekt, wenn es am Ende zu einer Volksabstimmung kommt. Das ist doch totaler Quatsch, weil entscheidend ist doch, ist das, was die Leute also an Interesse haben, wird das aufgenommen. Und wenn ich in der ersten Stufe schon, also mit den geringsten Hürden überhaupt, fast die Hälfte umgesetzt oder teilweise umgesetzt bekomme, dann ist es doch ein super System. Dann kann man doch nicht behaupten, das ist irgendwie besonders schlecht, weil es funktioniert eigentlich besonders gut und ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass das System, das politische System extrem inklusiv ist, extrem reflexiv ist, weil man eben genau das aufnimmt, was die Leute beschäftigt. Und abgesehen davon, man muss in Brandenburg auch nicht mehr in der zweiten Stufe zum Amt laufen, man kann nämlich auch Briefwahl machen und was Einfaches gibt es überhaupt nicht. Also dann ist Brandenburg aus dieser Perspektive ein Beispiel für eine erfolgreiche Kollaboration, in dem Sinne, wie ich das vorhin angesprochen habe, das können wir an der Stelle nicht vertiefen, das ist aber ein sehr spannender Aspekt bei der Frage. Ich habe natürlich deshalb vorhin dieses Stichwort eingeworfen, weil das Thema das ist, was Parteien eigentlich, wo sich Parteien entwickeln müssen, um diese Funktion, die du am Anfang beschrieben hast, besonders gut zu ausfüllen zu können. Da gibt es jetzt noch eine ganze Reihe von Themen, die
in dieser Tagung bisher angesprochen worden sind, die wir jetzt nicht mehr vertiefen können. Ich will nur kurz daran erinnern, dass heute Morgen Christoph Kappes zum Beispiel davon gesprochen hat, dass es eine Pluralität von Öffentlichkeiten gibt. Er nannte das atmende Galaxien mit vielfältigen Sinnangeboten, die dazu führen, dass politische Parteien und politische Akteure und Akteurinnen auch überfordert sind in der Zusammenbindung von Interessen und Anliegen und so weiter. Und es ist natürlich auch eine große Herausforderung, die wir heute in diesen Tagen und Wochen sehen, wie umzugehen mit populistischen Parteien, die sich ja erfahrungsgemäß sehr viel einfacher tun, Antworten zu geben, die der Komplexität der gebotenen Probleme und so weiter überhaupt nicht entsprechen. Und wir hatten auch das Stichwort, ob es nicht so ist, dass Parteien insbesondere stark verstehen müssen und Parteipolitik stark verstehen müssen, dass sie Mediatoren- und Moderatorenrolle auch wahrnehmen müssen. Aber das glaube ich halt überhaupt gar nicht. Okay. Das will ich ja die ganze Zeit sagen. Also Parteien müssen in ihrer Repräsentationsfunktion offen und durchlässig sein für Interessen. Aber ich sehe da weniger eine moderierende Rolle. Also die gibt es vielleicht auch noch, aber ich glaube, das ist mit Blick auf unsere Frage eher so ein bisschen Thema verfehlt. Ich glaube, dass man über die Notwendigkeit von Repräsentation, da sind wir ganz beieinander, gar nicht sinnvoll nachdenken kann, ohne über den Zusammenhang von Demokratie und Zeit zu sprechen. Und über den Zusammenhang von Demokratie und Zeiteinsatz kommt überhaupt diese Frage nach der sozialen Selektivität in Schwung. Das heißt nicht, dass man per se Möglichkeiten der unmittelbaren Mitbestimmung ausschließen muss. Im Gegenteil, mir fallen auch Fälle an, wo ich sagen würde, das ist so punktuell und mit so viel realistischem Zeiteinsatz für alle verbunden, dass man das einmal in 1,5 Jahren oder in 2 machen kann. Ja, einverstanden. Aber das ist überhaupt kein Modell für sozusagen eine politische Entscheidungspraxis, die irgendwie noch den Anspruch auf Inklusivität erhebt. Das ist eine sehr strittige Grundhypothese, von der ich fest überzeugt bin. Jetzt aber die Frage, die er da oben nochmal gestellt hat, ja, wie realistisch ist es denn jetzt eigentlich für Parteien wieder in diese gerade nicht moderierende, sondern eher diskursiv streitbare Rolle zu kommen? Und in dem Sinn auch nicht einfach nur Interessen aufzunehmen, sondern sie zu aggregieren im Sinne von unterschiedlichen Möglichkeiten, sozusagen Politik zu gestalten. Und ich wäre da, das freut mich auch, das nochmal so sagen, eigentlich relativ optimistisch, wenn wir zusammen das in Angriff nehmen, wer immer wir ist. Weil das am Ende nämlich an relativ praktischen Fragen hängt, wo vielleicht sich auch jeder nochmal selbst befragen soll, ob man jetzt zum Beispiel weiter in diesem Zerknirschtsein verharrt oder ob man jetzt mal aufsteht und sich dieser Parteienfrage mit annimmt, egal ob man Parteienmitglied ist oder nicht, oder ob man mal aufsteht und sagt, diese Idee der unmittelbaren Wirksamkeit der politischen Ich-AG, das hat ja, der Wutbürger hat ja auch was Neoliberales, das ist immer nur ich. Ja. Und wir reden jetzt mal über Mechanismen und Institutionen der Repräsentation, was nicht nur ich ist, sondern wir. Ich glaube, dass es da sehr, sehr viel konkrete Ansätze gibt, und ich sage jetzt mal aus tiefer Verbundenheit bei allem Ärger mit meiner Partei, nämlich Bündnis 90 den Grünen, an was ich da denke, das muss man ja gar nicht so abstrakt lassen. Ja. Ich meine, weil wisst ihr, die große Wetten-das-mäßige Gesamtöffentlichkeit herzustellen, daran werden wir scheitern. Aber sind jetzt eigentlich Parteitage, ich fange mal mit dem Allertrivialsten an, Parteitage sind auch nur ein Ausschnitt, oder sind jetzt diese Kreismitgliederversammlungen irgendwie ein teilöffentlicher Raum, in dem diese Debatten geführt werden, oder sind sie es nicht?
da komme ich gern mal in die Brandenburger SPD und gucke mir das an. Gibt es eigentlich den Mut, solche Plattformen zu schaffen, auch in einem größeren Stil, oder gibt es den nicht? Ich meine, diese Flügel-Mikrokosmen und diese Spezialparalleldiskurse, die kenne ich. Ja? Da, und da ist am Ende, ist es jedem am liebsten, wenn er unter sich bleibt. Das halte ich auch für ein großes Problem dieser sektiererischen Linken. Ja? Also man will zwar die große gesellschaftliche Debatte, aber ich darf dann schon gar nicht schreiben, es ist zu rechts. Ja? Das kennen wir ja auch. Ja? Und mach mal wirklich den Raum aufzumachen und diese Pluralität an Positionen darzustellen und ins Gespräch zu bringen, das fände ich schon unheimlich verdienstvoll. Und letzter Gedanke, ich glaube nochmal, das ist ein tiefes Wasser, dass wir das eigentlich nicht knacken ohne eine strukturelle Überlegung, wie eigentlich sozusagen die Position des Politikers zwischen Repräsentationsdruck und Erwerbsbiografie, wie man sich das eigentlich vorzustellen hat, um diesen demokratischen Mut aufzubringen. Und da gibt es eine Reihe von Vorschlägen, die man mal der Reihe nach durchgehen müsste. Ich muss mal sagen, dass unsere Tagung heute ein Terminproblem folgender Art hatte. Die Berliner Grünen haben heute so ziemlich den ganzen Tag einen Programmratschlag veranstaltet. Tut mir richtig leid, dass wir da zeitlich kollidiert haben, denn das wäre wichtig gewesen, dass das nacheinander passiert und nicht zeitgleich. So viel zur Diskussion um Inhalte. Die Frage ist natürlich jetzt zum Abbinder, was müssen Parteien lernen? Und dazu lade ich gleich Hanno Burmeister ein, aber erst hat Thomas Kalinski nochmal das Wort und Hanno macht sich schon auf den Weg. Ich würde vielleicht in Anknüpfung dessen was Kurzes noch sagen. Ich glaube, dass man in der Tat den Blick ein bisschen weiten muss und nicht nur streng über sozusagen Parteien an sich reden muss. Ich glaube zum Beispiel, dass man die Rolle von Fraktionen, von Landtagsfraktionen beispielsweise oder Bundestagsfraktionen, da durchaus auch mal mit in den Blick nehmen muss. Ich mache es auch nochmal an einem Brandenburger Beispiel, tut mir leid, aber da kenne ich mich am besten aus. Also was ist eigentlich eine Landespartei? Eine Landespartei, die hat, wenn man sich das dann genau anguckt, also so eine Landesgeschäftsstelle oder so, ich vermute, das ist bei den Grünen jetzt auch nicht ganz anders, da sitzen irgendwie 5, 6 Leute und da sitzt im besten Fall am Ende einer, der sich wirklich um politische Inhalte kümmern kann, der politische Inhalte wirklich weiterentwickeln kann. Wenn es gut läuft, 2. Daraus wird aber ja noch nichts. So, und da wird es dann, finde ich, interessant, ja, indem man eben auch guckt, zum Beispiel, welche Rolle müssen Fraktionen haben oder können Fraktionen haben, weil das sind die Organisationseinheiten, die Ressourcen haben zwischen Landtagswahlkämpfen, in dem Fall, aber das ist auch, glaube ich, auf der Bundesebene am Ende nicht ganz anders, die eben die Ressourcen haben, um zu kommunizieren, um mit gesellschaftlichen Gruppen zu kommunizieren, um auch Interessen zu bündeln, um auch Politik weiterzuentwickeln. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man, also die sozusagen, wenn man über Zukunft von Parteien redet, auch stärker über Fraktionen und die Art und Weise, wie die arbeiten, redet. Es gibt ja ganz viele Parteienkritiker, die, also ich sag mal, von Arnim ist, glaube ich, immer der bekannteste, der zum Beispiel es immer ganz schrecklich findet, dass Fraktionen irgendwie immer mehr Ressourcen haben. Ich finde, Herr von Arnim ist eigentlich jemand, der demokratiegefährdend ist, weil in der Art und Weise, wie der redet über Parteien, über Fraktionen und die Art und Weise, wie man Politik macht und Demokratie gestaltet, legt die Axt an dessen, wie man genau diese Aufgaben, die Parteien haben, die Fraktionen haben, die Politiker haben, die Parlamente haben. Und deswegen habe ich da null Verständnis für bei allem, was er da immer von sich gibt, weil es am Ende tödlich ist, bei Debatten über die Zukunft von Demokratien genau so zu reden. Also nur einseitig, ich schließe mich da absolut an und ich glaube, dass das trotzdem jetzt nochmal eine wichtige Erkenntnis ist, weil dieser, sagen wir mal, diese Erwartung an die Erneuerung von Parteien, von der wir die ganze Zeit sprechen,
auch aus meiner Sicht im Kern eine Erwartung an die Erneuerung der Fraktionen ist. Ich sage das mal so einfach. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Am Ende ist es auch so, muss man auch ehrlicherweise sagen, also es ist ja nicht so, dass sich Parteien nicht verändern, das ist ja totaler Quatsch. Ja, also Parteien heute sind doch ganz anders als Parteien vor 10, vor 20 oder vor 50 Jahren. Es gibt nicht mehr die rauchgeschwängerten Hinterzimmer, schon deswegen, weil man nicht mehr rauchen darf in Hinterzimmern. Aber dass Politik so funktioniert oder nur so funktioniert, das ist doch totaler Quatsch. Aber bei euch gibt es sie schon noch. Es gibt ab und an auch mal eine Hinterzimmerrunde, aber es ist nicht so, dass nee, das... Vor allem also Rauch. Das, was? Ich mag die SPD-Zusammenkünfte ganz gern, weil da doch relativ viel noch geraucht und viel... Deswegen mag ich diese Zusammenkünfte nicht. Ja, ja okay. In das Thema der, nicht mehr. In das Thema, das wirklich spannende Thema des Verhältnisses von Fraktion und Partei steigen wir an dieser Stelle nicht mehr ein.